zusammen, hier ist wieder der Sarge und ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Folge Creativerse. Ja, wir haben jetzt schon zwei Folgen richtig Spaß gehabt und ja, jetzt geht's weiter. Also es fühlt sich richtig rund an, es fühlt sich frisch an, es macht richtig Spaß. Also weiter geht es. So, wo sind wir hier gerade gelandet? Irgendwie ist ein Viech vorhin vor mir weggerannt. Ist ja jetzt nicht weiter schlimm, aber eingeholt habe ich es nicht. Das war ein bisschen strange. Sollte auch möglich sein, das einzuholen. Ah, da, ich glaube, das ist es, ne? Dann nehmen wir es uns doch mal vor. Nee, tagsüber können wir es nicht angreifen. Oder was? Oder wie? Das kriegt man nicht. Das kriegt man einfach nicht. Aber da keine Lebensanzeige irgendwie. Jetzt hast du dich ein bisschen hier verkalkuliert, wa? Jetzt irgendwie Pfeil und Bogen hatte. Oh, okay, ist es tot? Es ist tot. Aha, ein Arkstone. Okay, das war also schon irgendwie was Besonderes. Ich habe die totale Orientierung verloren, aber das macht nichts, denn wir können es ja zurück teleportieren. So, da hinten ist eine Crafting Bench. Wir brauchen aber eigentlich Schatzkisten. So, da haben wir eine Schneewelt, aber keine Schatzkiste. Okay, dann gehen wir mal in diese Richtung hier. Oh, das sind ja echte riesige Bäume. Oh. Da haben wir ganz hervorragend. Da haben wir genau das, was wir brauchen. Honig. Das heißt, wir können uns dann sofort eine Tür machen, wenn wir zurückkommen. Das finde ich sehr geil. Das war jetzt Fail. Warum war das Fail? Weil ich da hochspringen wollte eigentlich. Ja gut, so kam ich auch ran. So, noch ein bisschen Holz mitholen. Das ist auch wieder ein anderes Holz. Eschenwood. So, okay, da haben wir ein Tierchen, das nehmen wir mit. So, kann nicht schaden, den Viechern mal zu zeigen, wer hier der Chef ist. Aber wie gesagt, man sieht wirklich nicht die Lebensanzeige von den Viechern, was schade ist. Und von diesen Mushrooms brauchen wir ziemlich viel. Okay. So. Ja, genau, die Pflanzen. Ah, da erinnere ich mich. Da gab es auch ein Rezept mit diesen Pflanzen. Blumen. Okay. Das ist gut zu wissen. So, hoffentlich wage ich mich nicht zu weit vor. Schon wieder hier völlig außer Rand und Band. Genau, da habe ich irgendwo noch so eine Pflanze gesehen. Erstmal die natürlich. Okay, vielleicht kann ich die. Nein, gleich nicht. Okay. Die brauche ich auf jeden Fall. Ah, noch eine Workbench. Sehr schön. Brauche ich jetzt aber nicht. So. Also man ist auf jeden Fall mobiler dadurch, dass man so hoch springen kann.
Finde ich stark. Insgesamt, außer dass ich die Uhrzeit nicht sehen kann und dass ich das Leben der Monster nicht sehen kann, habe ich eigentlich nichts, überhaupt nichts zu beanschauen. Wobei das mit den Monstern, ehrlich gesagt, kann man sich auch dran gewöhnen. Oh, da wäre ich jetzt fast runtergeplumpst. Okay, ouch. Ja, das ist mal eine Wand of Leaves hier. Okay. Ja, ich will hier wieder runter. Und die Frage ist nur, wie schaffe ich das? Ohne dass ich mir alles breche. Jetzt nehme ich doch das Moos mit. So. Tricky, tricky. Dann schauen wir mal, ob wir uns hier durchgraben können. Ja, wenn ich Kohle finde, ich habe ja extra Extraktoren gebaut. Extraktoren. Ah ja, da geht's runter. Okay, das ist immer noch zu hoch. Das ist auch noch zu hoch. Okay. Ja, das überlebe ich. So, das war okay. War verdammt hoch. Die ganze Geschichte. So, jetzt haben wir hier so nette... So, dann schauen wir mal. Gehen wir noch ein bisschen auf Erkundung, denn wir können uns da zurückporten. Das haben wir schon mehrfach erwähnt. Okay, Glowing Mushroom, da brauchen wir was für? Power Cell. Okay, die können wir uns aber bauen. Wenn wir wollen. Aber jetzt gerade will ich nicht unbedingt. Wir erforschen gerade hier. Oh, da haben wir was Blaues. Ja, Blau ist jetzt nicht so. Habe ich kein Rezept gesehen. Aber wenn es schon in Reichweite ist, dann nehmen wir es schon mit. So, also einmal da. Oh, okay. Und aufspringen? Nein. Außer wir setzen uns da was hin. So. Ich sag nur, mobil, ne? Mobil, Junge. Geht alles super. So. Nochmal blaue Leaves. Muss ich später mal gucken nach dem Rezept. Aber wenn die schon in Reichweite sind, dann nehmen wir es auch mit. So, was haben wir hier noch? Holz, Holz, Holz. Holz haben wir doch schon viel. Moos haben wir jetzt eigentlich auch viel. Wie schaut es aus? Moos. Moos. Ist das Moos vielleicht? 18. Schauen wir mal, ob das Moos ist. Haben wir jetzt drei mehr? Nein. Was ist denn dann Moos? Eine Koralle haben wir. Ja, weiß ich gerade nicht. Moos kann ich gerade nicht erkennen. Oh, ah, ich dachte, das wäre Honig. Honig würde ich gerne noch ein bisschen was nehmen, aber die Leaves nehme ich jetzt eigentlich auch mit. Vines, nicht die Leaves, die Vines. So. Und Holz kann ich schaden, nehmen wir auch noch mit. Oh, ich sehe da oben, wenn ich mich recht... Also wenn ich mich nicht vergucke, ist das Honig. Da oben in den Bäumen ist Honig, okay.
Da kommen wir aber hin, das schaffen wir. Weil klettern, das können wir. Das können wir. Und da haben wir auch gleich ein Vieh da oben. Aber das kümmert uns jetzt erstmal nicht. Wir springen darauf. Und holen uns den Honig. War das zu hoch, ja. So. Es muss doch hier irgendwo der Honig sein, ne? Da haben wir es schon. Ah. Okay, geh du mal da weg. Her mit dem Wachs. Also Wachs ist das, kein Honig ist Wachs. Und rat mal, wer jetzt runterfällt. Ach. Okay. Also ich würde mal sagen, das ist nicht die beste Physik-Engine. Aber die Tasche fällt runter, ist ja, ist okay. Aber das macht nichts, die holen wir uns. Das, da, so weit, so frei sind wir. Okay, alles klar. Okay, da haben wir nochmal... Okay. Vielleicht sollten wir mehr nach oben schauen, denn da oben ist ganz schön was los. Aber ich habe hier doch gerade noch eine da. Das nehmen wir noch mit, weil das Rezept, daran erinnere ich mich. So, also, Crafting Bench, okay. Oh, da haben wir nochmal Wachs. Ich denke mal, davon kann man nicht genug haben. Überhaupt in den Bäumen, da ist überall Wachs. Also, ist jetzt nicht so selten, wie man denken mag. Hier ist sogar richtig viel drin. Hab ich da gerade was gehört? Schritte? Mhm. Gut. So. Da haben wir noch mal die roten. Her damit. So, und jetzt würde ich mich gerne zurückbewegen. Ich würde ja echt gerne, bevor ich mich zurückporte, eine Kiste finden. Irgendwie hätte ich gerne noch eine Kiste. Irgendwie, aus irgendeinem Grunde, nennt mich verrückten Hund, aber ich möchte noch eine Kiste. Ja. Das muss doch irgendwie möglich sein, hier eine Kiste abzusammeln. Ich glaube, da hinten ist eine, hä? Sehen wir da eine? Ist das eine Kiste? Nein. Ach, schade. Schade, keine Kiste. Aber wir haben hier ein paar Pilze. Die sind auf jeden Fall lecker. Halt. Falsche Taste. So. Kiste, nein. Keine Kiste. Ja, dann porten wir uns jetzt zurück. Wir haben jetzt eh gleich wieder die Zeit um. Mensch, das... Das vergeht ja hier wirklich wie im Fluge. Oh, da haben wir direkt zwei. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall noch... wir haben einiges vor. Einiges vor, ne? Wir machen unser Haus, machen wir vernünftig. Dann... Ah, da haben wir die Kiste. Sehr schön. Und dann machen wir da eine Tür rein. Und dann haben wir auch wirklich was geschafft. Oh, da hinten. Nee, das Ding brauchen wir noch. Das Ding brauchen wir noch. Warum brauchen wir das? Wer kann mir sagen, warum wir das Ding brauchen? Ich kann es sagen. Denn wir brauchen dieses komische Granit-Dings für die bessere Rüstung und Waffen. Ja, das... Ach, der soll nicht verbrennen. Scheiße. Der soll doch nicht verbrennen. Also es ist quasi wie in Minecraft, wenn man das im Schatten bekämpft, dann passiert denen auch nichts.
In der Sonne verbrennen sie. Das ist gerade am Tage, wenn man Nachtmonster am Tage trifft. Das ist ein echter Glücksfall. Und du schaust auch so komisch, ne? Dann lauf mal weg. Alles easy. Oh, was war das? Oh! Sagen geilo geilo, denn wir haben richtig Fettbeute gemacht. Das war zwar riskant, was wir gemacht haben, aber wir haben Fettbeute gemacht und das war es wert. So, und jetzt nix wie zurück. Und wir sind in Sicherheit. Warum habe ich hier so ein... Ah ja. Ich war jetzt ein wenig erschrocken. Okay. Puh, Leute, wir machen hier noch nicht Pause, denn erstmal müssen wir ein bisschen... Okay, das geht instant. So, dann... Was wollte ich denn... Ach ja, wir wollten eine Tür bauen. Wir wollten eine Tür bauen. Stone Rod und Wood Rod, okay. Alles easy. So, und irgendwas anderes? Ja, genau. Wir können uns. Alter, wir können uns die komplette Rüstung bauen mit Obsidian. Ne, halt, was ist das? Obsidian. Ah. In the Forge, okay. Ach ja, wir wollten ja die Forge bauen. Leute, die Forge wollten wir doch bauen. Und wir bauen uns eine Chest. Komm, wir bauen uns eine Chest. Dankeschön. Denn mit einer Chest fühle ich mich gleich viel besser. So. Ach toll, Inventar ist voll. Hurra, hurra, die Schule brennt. Gut, dann stellen wir die Kiste auf und dann ist das Inventar wieder ruckzuck leer. Beziehungsweise wir sehen dann auch, wie viel in eine Kiste passt. Okay, wo ist denn die Kiste? Da. So. Wo bauen wir die hin? Ich würde sagen... Da. Aha. Eine Wood Chest, okay. Ja, dann machen wir da mal rein. Das. Das. Einmal ein paar Sachen, von denen ich noch nicht weiß, was ich damit soll. Crystal Shard. Die Leaves und so. Snow. Koralle. Queen Bee. She needs things just so before time to work. Foraged. Hm. Ja, scheinbar ist das hier bienenzuchtmäßig. So, ja. Das, also in so eine Kiste passt jedenfalls nicht viel rein. 12 Sachen. Und so. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Platz im Inventar. Und jetzt wollten wir uns doch was bauen. Eine Tür. Perfekt. Bauen wir gleich mal. Da haben wir die Tür. So. Und die Tür bauen wir.
hier hin. Alter, sonst geht's aber danke, wa? Gibt's gleich aufs Maul. Steckt ein Kopf durch die Tür, ich glaube, es hakt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen... Was ist denn das überhaupt? Was ist denn das? Das ist Sandstone. Ne, wir brauchen kein Sandstone. Gras. Dirt. So. Wieso kann ich da nichts setzen? Irgendwas ist gerade strange. Halt. Dirt. Okay. So, ich bin irgendwie noch auf dem Tür. Dings. So. Okay, wir haben noch Nacht. Okay, machen wir die Tür wieder zu. Ah, geil, Tür. So, alles klar. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Fenster. Oh, wir haben sogar eine Steintür, können wir schon bauen. Okay, Holztür. Stone Chest. Okay. Ja. Okay, Obsidian. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Obsidian her? Obsidian Ore in der Forge. Okay. Ach ja, wir wollten die Forge bauen, ne? Wollten wir. Dann bauen wir die auch. Sollten wir. Okay, 6 Holzslabs. Die können wir schnell machen. Das ist gar kein Thema. So, und die Kiste. Wir wollen natürlich eine Steinkiste bauen, ne? Dann passt wer rein. Dann bauen wir unsere Steinkiste. 2 Wood Slabs noch. So. Okay. Steinkiste. Craftbar. Sind wir auch gleich fertig. Okay, das braucht noch ein bisschen. Gut, dann nehmen wir uns mal die die Steinkiste. Wo ist sie denn? Ah, da. Auf der 4. Ah ja, 16. Also da sind es 12 und da sind es 16. Okay, dann machen wir mal. Machen wir es mal ein bisschen voll. Packen wir erstmal rein das. Dann Sandstone. Moss. Okay, das ist also das Moss. Dann natürlich das hier. Was wollte ich denn damit noch bauen eigentlich? Egal. So, Gunpowder, das brauchen wir jetzt auch überhaupt nicht, das Gunpowder. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht.
Das brauchen wir nicht. Melted Wax. Whatever that is. So, und die Kohle. Ach ja. Jetzt wollen wir nämlich den die Forge. Ach. Okay, noch 4 Stein Slabs. So, easy peasy. So, okay, also hier, wir brauchen auf jeden Fall Obsidian. Wir brauchen auf jeden Fall Obsidian und dann sind wir schon mal gut dabei mit Rüstung. Obsidian, okay. Das werden wir in der nächsten Folge, werden wir Obsidian suchen. Und dann sind wir schon richtig gut dabei. Dann können wir auch mal nachts ein bisschen hunten gehen. Aber erstmal kommt die Forge. Und dann gibt es wieder neue Rezepte. Wo ist die Forge? Prozessor. Ach da, auf der 1. Auf der 1 ist die Forge. So, die setzen wir hier hin. Passt da nicht hin, oder was? Wir hatten noch irgendwo noch ein Matt, genau. Das nehmen wir uns auch noch. Okay, nee, Matt ist. Okay. Okay, war vielleicht doch nicht so. Matt ist vielleicht doch was Besonderes. So. Und dann machen wir hier die Forge hin. Aha. Ich finde das schon geil, wie die Sachen so aussehen. So, und die machen. Okay, die verbrennen Zeug. Warum auch immer ich das machen sollte. Ich probiere das mal. Ah, nee. Ach so, und dann muss ich da was reinpacken. Oder was? Oder da oben hin. Ja, okay, das werden wir demnächst rausfinden. Darauf freue ich mich schon. Und daher sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sarge.